bin Miran Müller. Ich spreche heute für das revolutionäre 1. Mai-Bündnis aus Frankfurt. Wir haben jetzt heute zum dritten Mal in Folge die revolutionäre 1. Mai-Demo in Frankfurt organisiert. Wir sehen den 1. Mai als den wichtigsten Kampftag der Arbeiterinnenklasse. Wir stellen uns auch in die historische Tradition und gehen für eine sozialistische Perspektive auf die Straße. Wir waren heute Abend hier vom Strike Back Block, auch abends auf der revolutionären 1. Mai-Demo. Wir waren heute Morgen schon auf der DGB-Demo und unser Hauptthema war quasi der politische Streik und warum gerade in Krisenzeiten wie jetzt Streik besonders wichtig ist. Und dabei geht es nicht nur darum, dass ArbeiterInnen in ihren Betrieben streiken, sondern auch das Thema politischer Streik wieder mehr diskutiert werden muss und einfach an eine breite Öffentlichkeit geraten muss. Wir können damit nicht nur Tarifauseinandersetzungen gewinnen, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse grundsätzlich umwerfen. Denn Streik ist und bleibt politisch. Ich arbeite bei der Stadtverwaltung Frankfurt und da genau für den Gesamtpersonalrat der Stadt Frankfurt. Ich bin Referentin für Digitalisierung. In Verdi aktiv bin ich vor allem als Vertrauensfrau für die Stadtverwaltung Frankfurt, das heißt für alle Kolleginnen und AnsprechpartnerInnen. Und ich bin außerdem Mitglied in der bezirklichen Arbeitskampfleitung. Das heißt, wir sind die, die versuchen, die Stimmungsbilder während der Tarifrunde zusammenzufassen, zu diskutieren, wie laufen die Streiks, was braucht es noch. Und auch zusammenzutragen, wie werden unterschiedliche Ergebnisse während dieser Tarifverhandlungen aufgefasst. Die Stimmung bei uns in der Stadtverwaltung während der Tarifrunde, ich glaube, so muss ich anfangen, war hervorragend. Wir hatten eine ziemlich große Streikbeteiligung, auch aus Bereichen, die bis dato eher wenig gestreikt haben, also der inneren Verwaltung. Wir hatten die Bürgerhäuser zu, was in den letzten 20 Jahren nicht vorgekommen ist. Ich glaube, das ist zum einen ein Zeichen dafür, wie groß die Not der Kolleginnen ist, nicht nur bezüglich der Tarifverhandlungen, also einer monetären Aufwertung ihrer Lebensverhältnisse, sondern auch der Belastung. Die Rolle der Gewerkschaften in Deutschland ist natürlich total elementar und sehr wichtig für eine ArbeiterInnenbewegung. Und sie deckt eben nicht nur den Bereich der Tarifkämpfe und der Lohnkämpfe ab, sondern stellt quasi auch die direkte Verteidigungslinie zwischen ArbeiterInnen und Kapitalismus dar. Das ist einfach die Linie, die ArbeiterInnen brauchen, um in Verhandlungen treten zu können, um ihre Forderungen durchsetzen zu können. Ja, mein Name ist Carsten Meyer. Ich bin Gewerkschaftssekretär der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hier in Frankfurt. Die Kolleginnen und Kollegen der Bahn haben in den vergangenen Jahren auf Lohn verzichtet, gerade auch in der Corona-Pandemie den Schwerpunkt eher auf Beschäftigungssicherung gelegt. Jetzt ist die Pandemie vorbei. Wir wollen unser Stück vom Kuchen haben. Unsere Forderungen sind da nicht überzogen in Anbetracht der vielen Nullrunden, die wir gefahren haben in den letzten Jahren. Und die Bahn stellt sich jetzt hin und bietet wieder eine Nullrunde an. Gleichzeitig werden aber die Vorstandsgehälter erhöht, der Personalvorstand um 111%, der Vorstandsvorsitzende sogar über 150% Gehaltserhöhung und lässt dann nichts für seine Beschäftigten übrig. Ich weiß nicht, ob man da wirklich noch von Sozialpartnerschaft reden kann oder über eine funktionierende Sozialpartnerschaft reden kann. Aufgerufen werden. Wir können losziehen, wir haben eine Gewerkschaft an unserer Seite, die das mit uns gemeinsam macht.
Es gibt Bereiche, da ist das gar nicht so. Und ich glaube, wenn gerade die Bereiche sich miteinander solidarisch verbinden würden, hätten wir eine neue Bewegung. Ich finde auch tatsächlich, dass während dieser Tarifrunde wir viel Unterstützung und Solidarität von unterschiedlichen Bereichen haben. Am 8. März hat uns der F-Streik zum Beispiel unterstützt. Also auch PartnerInnen, an die wir vorher nie gedacht haben, die sich mit den KollegInnen gemeinsam solidarisch auf die Straße gesellt haben. Ich glaube, wir müssen das ausbauen. Wir sind heute unter dem Motto auf die Straße gegangen, Feminismus bedeutet Klassenkampf, aber Klassenkampf braucht auch mehr Feminismus. Ja, wir sind beim feministischen Streikkollektiv hier in Frankfurt. Wir sind ein queer-feministisches Kollektiv von Flinterpersonen, offen für alle Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans- und Agender-Personen. Und wir sind übergewerkschaftlich organisiert. Wir sind solidarisch mit gewerkschaftlichen Kämpfen, gerade im Sorgebereich, mit den Leuten, die da richtig viel reißen. Wir wollen Flinter in den Gewerkschaften stärken und eben genau erstmal diese Handlungsmacht aufbauen und gleichzeitig sozusagen mit den Gewerkschaften, die sich eben schon um die Sorgebereiche kümmern, diese Kämpfe stärken. Wenn da Bereitschaft da ist, auch auf Gewerkschaftsebene, cool, aber dann muss es sich auch zeigen, was davon ernst gemeint ist und was sich da wirklich auch transformieren kann, weil in diesem System von einem gewerkschaftlichen Arbeitskampf ist ja manches eben möglich und manches eben auch nicht möglich und wir wollen halt größer denken. Streik ist legitim, Streik ist berechtigt, dafür werden wir auch immer wieder uns einsetzen. ArbeiterInnen, wir hoffen natürlich auf stabile oder sinkende Preise. Konzerne tun das Gegenteil. Steigende Preise heißt für sie steigende Profite, also eine Gewinnmaximierung. Und das tun die auch gar nicht aus sich heraus, weil die irgendwie gierig sind oder sonst was, sondern sie folgen einfach ganz klar der Profitmaximierungslogik des Kapitalismus. Wir haben seit der Mindestlohnerhöhung im Oktober auf 12 Euro haben wir Beschäftigte bei der Deutschen Bahn AG, die unter Mindestlohn verdienen und seit letztem Jahr nur über Zuschläge, übertarifliche Zuschläge auf Mindestlohn gehoben werden. Und das kommt tatsächlich, finde ich, noch ein bisschen wenig, wird medial. Ja, letzte Woche war es ein bisschen aufgegriffen worden, aber zeigt auch wieder, wie dieser Vorstand aktuell agiert, dass er in der aktuellen Situation von Inflation, Kaufkraftverlust und so weiter nicht mal den Ärmsten der Ärmsten in ihrem Konzern unter die Arme greift, sondern eher sich und die Führungskräfte da im Blick hat, weil da hat es wunderbar funktioniert, die Inflation auszugleichen, um es mal sehr ketzerisch zu sagen. Wenn wir uns die Inflation, die Entwicklung anschauen, die aktuelle hat ja schon Mitte 2021 begonnen, also Monate vor dem Ukraine-Krieg und den daraus folgenden Engpässen. Es ist also nicht so, dass die erhöhten Preise einfach nur eine Folge des Ukraine-Krieges sind. Und auch diese ganze Erzählung von dieser sogenannten Lohnpreisspirale ist natürlich völliger Blödsinn. So, das ist einfach nur eine Antwort, ein Mythos des Klassenfeindes, um uns die Schuld und vor allen Dingen auch Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Wir mit steigenden Löhnen wären für die erhöhten Preise verantwortlich. Vielmehr sind die Preise angehoben worden in einer Phase, als die Wirtschaft sich so ein bisschen von den schlimmsten Corona-Jahren erholt hat und die Unternehmen gesagt haben, die gestiegene Kaufkraft ist da, wir ziehen jetzt mit den Preisen nach, packen aber auch noch mal drauf, um irgendwie unsere Gewinnmarge zu erhöhen. Und genau das ist jetzt auch geschehen. Die Folge dessen sind natürlich auch gesunkene Reallöhne.
wenn die Preise steigen, die Löhne gleich bleiben, sinken die Reallöhne. Es bleibt also weniger davon übrig. Wir müssen viel mehr Geld aufwenden von dem, was wir zur Verfügung haben, um überhaupt unseren Lebensunterhalt zu finanzieren. Wir rufen alle Verdi-Mitglieder dazu auf, sich innerhalb ihrer Gewerkschaft gegen die Verabschiedung dieses miserablen Verhandlungsergebnisses zu stellen. Wir sprechen uns für die Fortführung der Arbeitskämpfe und neue Verhandlungen aus. Die Streikbereitschaft ist hoch. Die Notwendigkeit ist offensichtlich. Der ganze Konflikt, und das werden auch alle Leute, die in Verdi aktiv sind, sagen, es geht darum, die Lohntabellen anzuheben, sodass alle Leute, auch die, die morgen anfangen, die in einem Jahr anfangen, wenn diese Einmalzahlungen verpufft sind, auch die sollen darauf aufbauend ihren Lohn kriegen. Umso schwieriger ist für uns jetzt tatsächlich das Ergebnis dieser Tarifrunde, weil dieser 500-Euro-Sockelbetrag überhaupt nicht erreicht worden ist. Und für uns ist auch dieser 3.000-Euro-Inflationsausgleich, der mit in die Tarifverhandlungen eingeflossen ist, total kompliziert. Der war nie Teil unserer Forderungen. Wir haben nicht nur die 12 Monate, denen nichts gezahlt wird, sondern bei der nächsten Tarifverhandlung fallen wir auch weiter unten an. Das Ergebnis so, wie es ist, bedeutet tatsächlich einen Reallohnverlust. Wir haben uns mehr versprochen, wir sind für mehr auf die Straße gegangen und wir sind nicht zufrieden. Ich individuell überhaupt nicht. Jetzt in die Arbeitswelt einsteigt, weiß man einfach schon, dass der Lohn nicht reichen wird, um die Miete zu zahlen, um Lebenshaltungskosten zu decken und nebenbei sich noch ein Leben ermöglichen zu können. Weiß man einfach jetzt schon, dass das nicht möglich sein wird durch Inflation, unfaire Löhne und zu lange Arbeitszeiten. Wir arbeiten ja in Bereichen, auch in Bereichen, wo zum Beispiel Verdi oder die GEW oder andere IG Metall, wo die vorherrschenden Gewerkschaften sind, die Tarifverträge abschließen. Insofern, wir sind betroffen und wenn es zu Arbeitskämpfen kommt, streiken wir natürlich mit. Alle Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, der von einem Tarifvertrag betroffen wäre, können mitstreiken. Sie müssen nicht in der Gewerkschaft sein. Wir haben kleine Tests dieses Jahr gemacht. Das hat man am 8. März gesehen. Das sieht man an den Streiktagen, die gemeinsam mit Fridays for Future passiert sind. Man sieht das an dem Streik von EVG und Verdi in diesem Jahr, dass ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben, politische Streiks durchzuführen. Und ich glaube auch, dass wir ausreichend Solidarität haben. Ja, aber es braucht nur mutige Menschen, die sich das trauen, das zu machen. Gemeinsame Streiks mit anderen Gewerkschaften, wie wir das vor 4 Wochen mit der Verdi getan haben, setzen natürlich Zeichen, haben auch gezeigt, dass die Arbeiterinnen die Macht haben, auch das Land an Tagen, an einzelnen Tagen Stunden lahmzulegen. Von daher macht es natürlich schon Sinn, um gemeinsam auf die Straße zu gehen, auch gemeinsam Druck auf die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aufzubauen. Druck machen wir aus linker und revolutionärer Seite, indem wir in die Gewerkschaften gehen, indem wir deren Mitgliedszahlen erhöhen und nicht uns mit so billigen Forderungen oder Ergebnissen abspeisen lassen. Und da ist es total wichtig, dass es eine Perspektive gibt, dass man sagen kann, okay, und hier kämpfen wir aber als Klasse gemeinsam gegen diesen Staat und gegen den Kapitalismus und gegen diese ausbeuterischen Verhältnisse. Und dafür brauchen wir eben nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch noch eine radikalere Perspektive von unten. Seht ihr die Fahne?